Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und heute möchte ich das aktuelle Spiel der Woche Woody Woodpecker für 79 Cent vorstellen. Das Ganze kommt von Schillingo und ist eine Art Rennspiel. Man steuert hierbei seine Spielfigur durch ein hügeliges Level, das kennt man von Tiny Wings. Das heißt, man tippt auf den Bildschirm, sodass die Figur nach unten fliegt und sollte dabei versuchen, möglichst flach zu landen, um dann die Berge sozusagen auszunutzen, um da weiter hochzufliegen zu können. Also sozusagen als eine Art Sprungschanze. Dabei konkurriert man sich mit anderen Charakteren, welche man vor einem Level auch auswählen kann. Diese unterscheiden sich in ihrer Beschleunigung, Geschwindigkeit und auch dem Handling. Außerdem hat jeder Charakter eine individuelle Spezialattacke, wie zum Beispiel Raketen, die den Gegner abschießen, oder Öl, welches die Fahrbahn dann verschmiert, und so kommen die Gegner natürlich da ins Rutschen, beziehungsweise sie werden langsamer, also es behindert die Gegner, oder auch zum Beispiel Geschwindigkeitsschübe liegen überall rum und so weiter. Also da gibt es wirklich einiges. Und außerdem gibt es auch noch einen Geschwindigkeitsschub, den jeder hat. Der füllt sich dann immer unten rechts auf, genauso wie die Spezialattacke. Und wenn das dann voll ist, kann man es einsetzen, indem man einfach drauf tippt. Man sollte aber auch aufpassen, denn ganz weit oben können auch mal Gefahren lauern, wie zum Beispiel Gewitterwolken oder in der Eiswelt sind das Eiszapfen, und dort sollte man natürlich nicht dran fliegen. In drei verschiedenen Welten mit jeweils 10 Level geht es also darum, möglichst als erster ins Ziel zu fahren und dann 1 bis 3 Daumen zu erhalten. Diese benötigt man dann, um weitere Level freizuschalten. Übrigens gibt es auch noch einen Online-Multiplayer, das finde ich ganz cool, da kann man halt mit seinen Freunden spielen. Und insgesamt ist das Spiel wirklich sehr schön gestaltet, die Idee ist auch richtig gut, aber es gibt eine Macke. Auch wenn es in der Aufnahme jetzt nicht so aussieht, aber es läuft irgendwie nicht so flüssig wie andere Spiele. Also es ruckelt so ein kleines bisschen, hat man das Gefühl. Und als Spiel der Woche, wie gesagt, hätte ich mir eigentlich mehr erwartet, aber dennoch gefällt es mir an sich. Aber wie gesagt, es ist halt nicht so ein wahnsinnig tolles Spiel, aber es ist okay. Für 79 Cent also in Ordnung, und das war es dann auch schon wieder von mir. Ich danke fürs Zusehen und tschüss.